Warum sind wir hier in der Steiermark wiederum sehr gut aufgestellt? Im Österreich-Vergleich sage ich dazu, im Österreich-Vergleich, weil wir, und da glaube ich schon, kann man wieder auch auf unsere Forschung und Entwicklungsquote Bezug nehmen, wo wir ja, und das wird ja schon des Öfteren immer transportiert, kann man aber auch nicht oft genug transportieren, wo wir ja Europameister der Regionen sind, was die Forschungs- und Entwicklungsquote betrifft. Wir haben eine sehr, sehr gute universitäre Ausbildung in diesen Bereichen und das ist sicherlich ein wesentlicher Grund, warum unsere Unternehmen da im Österreich-Vergleich sehr gut aufgestellt sind. Aber auch da gibt es Potenzial. Wir wissen, dass es in Deutschland 90% der Unternehmen sind, die diese Digitalisierung als Chance und Herausforderung sehen. Was sind die Chancen? Mannigfaltig, Produktivitätssteigerung, Innovationspotenzial, neue Geschäftsfelder, neue Märkte, die man durch auch verbesserte Serviceangebote, effizientere Arbeitsabläufe erreichen kann. Warum beschäftigen wir als Raiffeisen uns sehr umfassend mit diesem Thema? Deswegen, weil uns natürlich die steirischen Unternehmen sehr am Herzen liegen. Wir sind in Geschäftsbeziehung mit jedem zweiten Unternehmen in der Steiermark und das betrifft auch die Finanzierungsleistung, aber das betrifft auch die Zusammenarbeit in vielen, vielen anderen Bereichen. Das Fazit in den Kundengesprächen ist, Unternehmer sind in der Digitalisierung doppelt gefordert. Auf der einen Seite in der Finanzierung, das kostet Geld, die Digitalisierung erfordert finanzielle Mittel. Und dazu kommt der Bedarf an qualifizierten Personal, Know-how im IT-Bereich. Daher versuchen wir, unsere Kunden auch in diesem Bereich zu unterstützen. Das Thema Risikoabsicherung ist ja im finanziellen Bereich schon immer ein Kernbereich der Banken gewesen, also Risikoabsicherung fürs Unternehmen. Und da glauben wir, ist auch dieses Thema in der IT, in der Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiges, wo wir zur Risikoabsicherung beitragen können. Sie sehen hier, wir haben das nicht gestern begonnen zu tun und werde jetzt nicht in die Geschichtsbücher zurückgehen, bis zu vor 200 Jahren Friedrich Wilhelm Raiffeisen, das tun wir auch, aber heute nicht. Heute sagen wir, nein, wir beginnen bei 1976, da ist in Rabat das erste Rechenzentrum gebaut worden, auch die weißen Mäntel hat es damals gegeben, die gibt es, also der Herr Bayer, habe ich noch selten in so einem weißen Auto gesehen. Also. Aber das war damals natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit, wie man das aufgebaut hat. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. 2013 kam es dann, wie erwähnt, zur Eröffnung dieses Rechenzentrums. Wir haben 100% ist die Raiffeisen Landesbank Eigentümer dieses Raiffeisen Rechenzentrums. Und wir beschäftigen hier rund 100 Mitarbeiter. Kurze Fakten zu unserem Rechenzentrum. Wir haben auf Basis des Bankgeschäfts Kompetenz und Erfahrung aufgebaut, vom Betrieb bis zur Beratung. Wir haben in unserem Rechenzentrum alle wichtigen internationalen Zertifizierungen, die es dazu gibt, und bin stolz behaupten zu dürfen, dass wir sicherlich eines der modernsten und sichersten Rechenzentren in Österreich sind. Und wenn ich betone, das sichersten, dann glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig. Cyber Security, wir wissen es in aller Munde, ist ein Thema, das uns in der Zukunft sehr, sehr stark fordern wird. Es vertrauen über 100 Kunden unserem Rechenzentrum. Ich glaube, diejenigen, die wir nennen dürfen, da gibt es eine Liste, die auch beiliegt, wo man sieht, wer mit uns in dieser, mit diesem Rechenzentrum in Kontakt ist. Ja, 5 Jahre in die Vergangenheit, aber wir sollten nicht in die Vergangenheit schauen, wir sollten in die Zukunft schauen. Und da
beschäftigen wir uns damit und fragen unsere Kunden, was bewegt sie bei diesen Themen, was bewegt sie. Und da sehen wir schon an diesem Chart, dass die Unternehmen auch natürlich erkennen, dass der Schutz der IT ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Wenn wir fragen, welchen Risiken sind denn Unternehmen ausgesetzt, ganz oben, auch darüber haben wir im Vorfeld kurz gesprochen, natürlich Fachkräftemangel, ja, wenn ich kein Personal habe, wenn ich kein Personal bekomme, dann ist das einmal das Erste, was weh tut. Aber natürlich ist der Schutz der IT schon an der vierten Stelle der Wichtigkeit der Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Somit der Schutz der IT, den müssen wir zu 100% umsetzen. So wie Sicherheit für Banken natürlich das große Thema ist, ist Cyber Security das Thema der Zukunft für die Unternehmen. Und die Befürchtungen sind nicht aus der Luft gegriffen. Also Sie sehen da Hackerangriffe auf sehr, sehr prominente Unternehmen, auf sehr, sehr prominente Firmen. In Österreich gab es im Jahr 2016, und ich bin überzeugt, leider befürchte, dass es auch 2018 noch mehr werden, im Jahr 2016 gab es 13.000 angezeigte Fälle von Cybercrime. Das ist im Jahr 2016 ein Anstieg von 30%. Bin leider, wir wissen, dass es im Jahr 2017 noch mehr war und im Jahr 2018 noch viel mehr. Das heißt, Security ist das Thema schlechthin und das 365 Tage im Jahr und das 24 Stunden lang. Jetzt im Mai haben wir eine Studie wiederum auch bekommen, die uns sagt, ja, 70% aller KMUs wurden bereits einmal angegriffen, 61% der Unternehmen waren Opfer einer Cyberattacke und dennoch ist aber keine Panik angesagt, denn die Sicherheit ist machbar. Wir werden noch mehr in die Sicherheit investieren. Wir werden und wollen und möchten dabei auch unsere Kunden unterstützen. So, jetzt habe ich schon einiges über Kunden und Unternehmen gesprochen und jetzt darf ich das Wort übergeben an jemanden, der da als Kunde natürlich noch viel mehr und noch viel besser Bescheid weiß als wir selbst und freue mich, dass ich das Wort übergeben darf an Herrn Christian Kniel. Herzlichen Dank auch fürs Kommen. Ja. Sehr geehrter Generaldirektor, sehr geehrter Herr Bayer, vielen Dank einmal für die Einladung. Einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich hier natürlich an Ihrer Seite sitzen zu dürfen und ein bisschen was aus der Unternehmersicht sozusagen, was die Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung sind, aber auch über unsere Geschäftsbeziehung, über das Rechenzentrum. Vielleicht vorab nur ganz kurz, also wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit einer noch längeren Geschichte als die Raiffeisen, auf die ich jetzt auch weniger eingehen will. Wir sind schon über 300 Jahre alt. Insofern ist das Thema Digitalisierung ist ja auch ein Wandel. Also Wandel ist etwas, mit dem wir schon seit Generationen leben und gelebt haben. Also insofern nicht viel Neues für uns, aber trotzdem eine große Herausforderung. Wir sind familiengeführt, dass mein Bruder und ich führen das Unternehmen jetzt mittlerweile auch schon seit 16 Jahren zu je 50%. Wir sind in zwei Gruppen aufgeteilt, wo jeweils einen Bereich ich mache und einen Bereich mein Bruder macht. Vielleicht auch für die nachfolgenden Herausforderungen, vor allem im IT-Bereich. Wir haben nicht ein großes Unternehmen, sondern wir haben viele kleine Unternehmen. 29 oder fast 30 sind es an der Zahl in 17 verschiedenen Ländern, insgesamt mit knapp über 2000 Mitarbeitern und Wirtschaftsjahr ist jetzt in einer Woche vorbei. Also wir haben immer 1. Juli bis 30. Juni
haben im letzten Jahr rund 315 Millionen Euro Umsatz gemacht, im heutigen Jahr wird es ein bisschen mehr werden. Ja, und warum erwähne ich diese Trennung auch insofern, vielleicht auch die ganz kurz, also die tätig sind wir im Energiebereich, eben in, können schon auf die nächste gehen, also in den Komponenten für die Stromübertragung und Verteilung, um es kurz zu sagen, und im Technology-Bereich, wie er da steht, sind wir im Sondermaschinenbau. Unter anderem machen wir Maschinen für die Glasfaserkabel und die Glasfaser selber, aber auch Batteriemaschinen erzeugen, also stellen wir her. Und ich erwähne deswegen die Gruppenaufteilung, weil das schon ein Grund ist. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf die Kniel Energy, die eben im Raiffeisenzentrum mit der Serverlandschaft sozusagen vertreten ist. Wir sind in den letzten Jahrzehnten vor allem in beiden Bereichen eigentlich Gott sei Dank gewachsen und umspannen sozusagen mit diesen, also allein im Energy-Bereich haben wir 9 Produktionsstandorte, 6 Vertriebsstandorte in Europa, Asien, Pazifik, USA in 12 verschiedenen Ländern mit 1500 Mitarbeitern. Also es ist ein recht komplexes Gebilde, das wir da abbilden sozusagen. Und so ist eines unserer Ziele, dass wir die IT-Kommunikation der Standorte natürlich untereinander sicherstellen, also dass sie miteinander kommunizieren können sozusagen, aber auch, dass überall, wenn möglich, die gleichen Arbeitsmittel bereitgestellt werden, ja, und das auf jeden Standort sozusagen. Und wir hatten es bisher so, dass jeder Standort sozusagen selber geschaut hat, wie er seine IT-Landschaft aufbaut, eben jeweils mit lokalen Partnern. Und ja, um das war halt recht komplex, das Ganze zu managen, letztendlich zu organisieren aber auch. Und um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir sozusagen eine zentrale oder einen roten Leitfaden über die gesamte IT-Landschaft ziehen können und alle Tätigkeiten zentral steuern und unnötige Redundanzen einfach zu reduzieren und zu eliminieren. Und da haben wir auf der einen Seite haben wir Standards definieren müssen und dann natürlich auch diese Standards mussten auch überprüft und eingehalten werden. Und ja, wir sind also dann von diesem Lokalpartnerkonzept zu einem zentralen IT-Konzept umgestiegen. Und ich glaube, da können wir aufs nächste dann gehen. Die Gründe, auf das komme ich später dann noch in der nächsten Folie. Oder vielleicht ziehen wir die vor, ist vielleicht schöner, wenn wir das zuerst machen. Die Gründe sind einfach, dass wir auf der einen Seite für alle User eine einfachere Bedienbarkeit haben wollten, dass wir letztendlich natürlich einen reduzierten Aufwand haben. Das heißt also, dass wir eben nicht auf, in dem Fall, 15 verschiedenen Standorten überall schauen haben müssen, wie dort die IT Landschaft ausschaut. Auch Kosten spielen natürlich da eine große Rolle. Wenn man es jetzt zentral sieht, ist für uns der Kostenvorteil durch die zentrale Lösung wesentlich größer, als wenn man es zusammenzählt mit dieser dezentralen Lösung, die wir gehabt haben. Wir waren auch abhängig von lokalen Partnern, weil wir teilweise auch kleine Einheiten oder eigentlich viele kleine Einheiten haben. Und wenn du praktisch nicht die Verhandlungsmacht hast, dann wirst du halt auch als kleiner Kunde nur gesehen und kannst damit auch bei den Preisen nicht so drücken. Auch vor allem in ausländischen Ländern, also in Ausländern, also im Ausland auch. Ja, und zu guter Letzt natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auch der Sicherheitsaspekt, den Herr Generaldirektor schon vorher angeschnitten hat. Natürlich ist das Sicherheitsthema durch viele kleine Lösungen wesentlich anfälliger, als wenn man eine zentrale Lösung hat, die eben dann sehr stark, oder auf die man sich konzentrieren kann und besser absichern kann, als eben 15 verschiedene Einzellösungen. Wenn wir jetzt eins zurückgehen, kommen wir vielleicht kurz zurück zum Thema Digitalisierung.
Ich habe schon vorhin ganz kurz angesprochen, dass Digitalisierung in dem Sinne für uns eigentlich einen Wandel bedeutet, insofern, dass man nicht nur schauen muss, welche neuen Produkte oder neue Prozesse wir finden können, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Möglichkeiten, die es derzeit schon im IT-Bereich gibt, einfach besser zu nutzen, sondern primär geht es uns eigentlich darum zu schauen, ob unser Geschäftsmodell nachhaltig weiter beständig ist, ob es durch die neuen Möglichkeiten nicht auch teilweise neue Mitbewerber gibt, die da plötzlich reinbrechen können in unseren Bereich. Oder aber auch, um es jetzt positiv zu sagen, ob wir nicht auch Möglichkeiten finden, um von unseren herkömmlichen Produkten oder Prozessen oder Services, die wir verkaufen, eben auch in neue Bereiche reinzusteigen, die wir bisher gar nicht gedacht haben. Das heißt, im Großen und Ganzen geht es um einen Wandel. Und wie ich schon gesagt habe, Wandel ist etwas, mit dem Unternehmen, aber ich glaube auch die ganze Wirtschaft so und so ständig konfrontiert ist. Das heißt, sie müssen sich immer die Frage stellen, ist das Produkt oder der Ablauf oder das, was ich verkaufen will, auch in 5 Jahren noch das, was ich, oder in 10 Jahren auch noch das, was ich verkaufen will oder kann. Und da muss man sich sehr kritisch auch immer hinterfragen. Und da finde ich, dass gerade das Thema Digitalisierung, auch wenn es jetzt nicht bei allen Unternehmen noch anscheinend hohe Priorität hat, schon sehr gut ist und dass auch viele Unternehmer und Unternehmen aufgeweckt hat und einmal zu schauen, okay, da könnte jetzt plötzlich ein, ich sage mal unter Anführungszeichen, ein Uber sozusagen daherkommen, der mein bisheriges Geschäftsmodell völlig über den Haufen haut. Und insofern finde ich also das Wandel so und so positiv. Das Schwierige daran ist natürlich nur, dass Sie die Mitarbeiter und die Menschen mitnehmen müssen beim Wandel. Wandel kann auch, also grundsätzlich, wenn man etwas gerne macht, dann sind wir schon eher Gewohnheitsmenschen oder Gewohnheitstiere, muss man fast sagen. Und jede Änderung ist natürlich eine Herausforderung und das Um und Auf bei dem ganzen Thema ist eben auch, die Menschen da mitzunehmen. Für uns bedeutet oder hat bedeutet die ganze Digitalisierung, dass wir uns eben mit dem Thema Geschäftsmodell auseinandersetzen. Wir sind gerade im Energiebereich in einem Bereich, der grundsätzlich ein sehr konservativer Bereich ist. Stromleitungen, da soll 50 Jahre nichts passieren. Wir müssen teilweise bis zu 40 Jahren Garantie abgeben, zum Beispiel, dass das Produkt so lange hält. Und da jetzt etwas Neues reinzubringen, das bedeutet wieder Arbeit, da müssen sie was ändern und so weiter. Und insofern ist der Wandel oder die Änderungsbereitschaft bei unserer Kundschaft relativ gering. Nichtsdestotrotz geht es aber auch bei uns darum, dass wir in unserem Bereich speziell schauen wollen, dass eben auch Daten in der Energieübertragung wichtig sind, dass man eben auch weiß, wenn irgendwo eine Störung ist, einem Stromnetz. Das Schlimmste ist, dass der Strom ausfällt, dass wir Blackout haben. Und wenn man jetzt rechtzeitig wissen würde, wo eventuell ein Fehler auftreten kann, weil eben das Seil, die Litzen vielleicht schon etwas locker sind oder weil ein Baum in der Leitung reingefallen ist oder sonst irgendwas, gerade gestern sicher, ich muss immer sagen, hoffentlich ist was passiert und dann können wir wieder was liefern. Aber nein, das dürfen Sie nicht schreiben. Insofern geht es also darum, dass wir das Bild, das Sie da unten sehen, es ist also jetzt ein Sensor, den wir, wo wir jetzt ein Unternehmen gekauft haben, das also schon in dem Bereich tätig ist, wo es also darum geht, dass wir Daten am Stromnetz messen können, die Daten dann den Energieversorger am besten zur Verfügung stellen oder wir auch selber sammeln und dann eben in Richtung vorbeugende Wartung gehen können, dass er also rechtzeitig schon weiß oder bevor etwas ausfällt, eben weiß, dass er was auszutauschen hat. Oder aber auch in gewissen Ländern, in Österreich nicht so ganz interessant, aber in gewissen Ländern ist es auch interessant, wenn man weiß, dass man zum Beispiel mehr Strom durch die Leitung durchführen kann, weil letztendlich mehr Strom bedeutet natürlich mehr Umsatz für das Unternehmen. In Österreich nicht deswegen nicht so ein Thema, weil die gedeckelt sind, egal wie viel Strom durchgeführt wird, bringt dem Energieversorger deswegen auch nicht mehr.
Das heißt, das ist also schon ein da geht es also jetzt nicht nur, dass wir diesen Sensor verkaufen, sondern geht es eben auch darum, dass wir versuchen, das Geschäftsmodell insofern zu ändern, dass wir den Sensor auch überlegen, herzuschenken, die Daten zu sammeln und dann die Daten letztendlich dem Energieversorger verkaufen. Andere Themen in dem Bereich sind eben, ich sage mal, papierloses Unternehmen, das wir in einem Bereich sehr stark als Ziel haben. Da sind also die digitalen Rechnungen nur ein Teil davon, aber im Endeffekt geht es also wirklich darum, so weit wie möglich papierlos zu arbeiten. Oder auch das ganze Thema der Logistik, die Hochregallager sind auch so ein Thema, wo wir die digitalen Möglichkeiten einfach besser nutzen wollen, als es bisher der Fall war. So vielleicht zur Digitalisierung, das habe ich schon gesagt, dann kommen wir auf die, ja, was ist für uns in Zukunft wichtig? Ich glaube, das kann man auf die vier Punkte da, oder drei Punkte zusammenführen. Das eine ist Geschwindigkeit. Da nehme ich nur das Beispiel her. Geschwindigkeit jetzt nicht nur die Datengeschwindigkeit, die natürlich mit 5G Geschwindigkeit und Menge, muss man auch sagen, natürlich besser werden, sondern meine ich auch die Geschwindigkeit der Änderungen, zum Beispiel der Betriebssysteme. Wenn wir uns zum Beispiel den Lebenszyklus von Windows XP anschauen, das ist im August 2001 auf den Markt gekommen, ist dann 13 Jahre lang, also bis April 2014, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Microsoft supported und versorgt worden. Dann ungefähr bis 2016 noch laufen mit dem Bandit. Wenn man sich jetzt das Windows 10 anschaut, das kam im Juli 2015 auf den Markt und die erste Version wurde nur bis Mai 2017 supportet. Das heißt, die Lebensdauern praktisch der Systeme ist auch wesentlich schneller und kurzfristiger geworden. Was natürlich für die Unternehmer auch nicht ganz einfach macht, denn man hat immer das Gefühl, man sitzt wieder auf einem alten System praktisch und ist immer gefordert, wieder was Neues zu machen. Dann das Sicherheitsthema ist ein großes Thema. Ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Also ein großes Beispiel neben den großen Fällen, die Sie vorhin auch gezeigt haben, FACC ist ja auch ein berühmter Fall. Aber was wir zum Beispiel schon sehr oft sehen, jetzt, ich sage klein FACC, wir bekommen immer wieder E-Mails mit Geldanweisungen. So einfach praktisch, ich gebe eine Anweisung an meinen Finanzchef, der soll mir einfach eine Geldsumme überweisen. Wenn der Finanzchef nicht genauer schauen würde, oder beziehungsweise auch die Prozesse natürlich einhält, ist das, muss man schon ganz ehrlich sagen, noch ein gängiger Prozess, den man einfach macht, vor allem wenn es um kleinere Beträge geht oder mittelgroße Beträge. Und wenn man da nicht aufpasst, dann ist einmal schneller Geld überwiesen. Man wird dann schon vielleicht, oder hoffentlich, so wie in unserem Fall war es, relativ schnell dann klar, erstens, wenn man dann einfach rüber geht und wir relativ nahe zusammensitzen und dann sagt, fragt die Frage einfach aufgetaucht, für was brauchst du das Geld? Und dann sage ich, keine Ahnung, für was weißt du eigentlich? Oder es dann eben, wenn man dann nachfragt, wohin soll es überwiesen werden und dann kommt mal drauf, es soll auf ein englisches Bankkonto überwiesen werden, dann fragt man sich, ja, der hat ja gar kein Bankkonto in England. Also, aber nur durch solche Aufmerksamkeiten wird man dann misstrauisch und bemerkt dann eigentlich, aber die große Frage ist schon, wie wissen die eigentlich, dass eben ich der Eigentümer bin, dass der CFO ist, dass solche Gespräche durchaus gängig sind, also es sind schon Vollprofis, die da am Werken sind und das ist etwas, was leider gang und gäbe ist und das muss ich sagen, das passiert uns in monatlichen Abschnitten auch uns schon als kleineres Unternehmen. Ja, die Digitalisierung letztendlich unterstützt natürlich Arbeitsprozesse in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt die Barcode-Scanner oder diese Reality-Brillen sind oder was auch immer. Heißt aber auch, dass wir natürlich die mit den Bandbreiten, sprich also so mit den Daten, die also durchs Netz gehen, erhöhte Anforderungen haben werden. Insofern kann ich nur unterstützen, dass die
das Breitband so schnell wie möglich ausgebaut wird. Da wird die Milliarde nicht reichen. Wir wissen ja von Deutschland, dass die 100 Milliarden vorhaben und wir sind immer ein Zehntel davon. Also wissen wir, dass mit einer Milliarde wir nicht ganz auskommen werden. Aber ich glaube, da läuft auch sehr viel auf regionaler Ebene. Auch die Kommunen sind da Gott sei Dank schon aufgesprungen. Und ja, also da bin ich, und da muss man schon klar sein, da ist Österreich derzeit sehr, sehr weit hinten, wenn nicht sogar an letzter Stelle, was die Bandbreiten Möglichkeiten betrifft. Also insofern haben wir da schon einen gewaltigen Aufholbedarf. Ja, das sehe ich jetzt aus meiner Sicht als IT-Zukunft und dann darf ich das Wort weitergeben. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank. Ich darf das Wort gleich weitergeben an den Herrn Geier, Geschäftsführer des Regenzentrums. Bitte. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt schon sehr, sehr viel gehört. Ich glaube, wir blenden gleich das erste Bild ein. Ich würde Ihnen ganz gerne ein Stück weit erklären, was wir hier tun. Grundsätzlich sind wir natürlich sehr, sehr stolz, dass wir und dankbar, dass wir auch mit der KNIL hier ein gemeinsames Projekt umsetzen können. Wir sind ja doch schon IT-Service-Provider seit 6 Jahren. Das heißt, das ist nicht etwas auch, was, Sie haben es vorher so schön gesagt, was wir gestern erst gestartet haben, sondern das dauert jetzt schon eine Zeit lang. Und was Sie hier in dieser stilisierten Weltkarte sehen, ist ja nichts anderes, als dass wir als das Raiffeisen Rechenzentrum der klassische Kooperationspartner der hausinternen IT bei der KNIL sind. Also wir sind bewusst diejenigen, die eine Unterstützung der internen IT insofern beibringen, damit sich unser Kunde, in dem Fall die KNIL, sehr, sehr gut konzentrieren kann auf ihre Kernkompetenzen, dass wir sozusagen eine bestimmte Form von IT-Service-Level hier bereitstellen, der auf sogenannten Shared oder gemeinsam genutzten Plattformen einfach bereitgestellt wird. Und wie Sie es auch hier sehen, wir haben es schon vorher gehört mit den unterschiedlichen Niederlassungen, das ist so ein bisschen der Status, den wir jetzt haben. Wir haben natürlich das Thema der Anbindungen der weltweiten. Wir haben einen klassischen Basisbetrieb, wir haben hier bestimmte Systeme, die wir betreiben, sage ich dann gleich was dazu. Und am Ende des Tages versuchen wir natürlich auch immer, wenn es um den Datenaustausch geht, hier zu unterstützen. Was sehr positiv läuft, das muss man auch einmal sagen, ist, dass wir über die Jahre hindurch schon jeweils ein sehr, sehr gutes Verbindungsglied aufbauen konnten, auch zur internen IT. Das ist ein typisches Erfolgskriterium, wenn man als Dienstleister mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, dass diese auch menschlichen Schnittstellen hier sehr, sehr gut funktionieren, wie es in dem konkreten Fall auch ist. Zum Portfolio, dass Sie ein bisschen ein Gefühl kriegen, was macht jetzt so ein typischer, auch aus dem Bankenhintergrund heraus entstandenes Rechenzentrum, ein IT-Dienstleister. Wir kümmern uns im Wesentlichen um 4 Bereiche. Wir betreiben für unsere Kunden IT im Sinne von Infrastrukturen. Im konkreten Fall KNIL, ich habe das hier auch kurz dargestellt, dass Sie ein bisschen ein Gefühl kriegen. Wir haben ganz große Plattformen für viele Kunden, für viele IT-Kunden und KNIL kann hier Teile dieser Plattform nutzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema der Netzanbindungen und im Sinne von Außenstellen, Internetanbindungen etc. Die zweite große Säule in unserer Zusammenarbeit ist das Thema Plattformen und sogenannte Business Solution oder Business Anwendungen, wie man sagt. Da geht es im Wesentlichen darum, immer dasselbe Prinzip. Wir haben große Infrastrukturen, stellen hier zum Beispiel E-Mail-Gateway-Systeme bereit, aber auch das ganze Thema, die Basisplattformen für die sogenannten Kernsysteme in der KNIL. Wichtig für Sie zu verstehen ist, wir stellen im Hintergrund die Systeme bereit, wir maßen uns nicht immer zwingend an Branchen-Know-how zu haben, also wir sind sehr, sehr stark daran interessiert, eine saubere Schnittstelle zu KNIL einfach auch aufzubringen, damit das Branchen-Know-how immer aus dem Unternehmen heraus optimal gesteuert wird. Wenn das der Fall ist, funktionieren wir auch sehr gut. Die dritte Säule ist das Thema Storage oder Speicherauslagerungen und Archivierung von Daten. Wir haben es vorhin kurz gehört mit bis zu 40 Jahren. Was wir hier natürlich tun, ist, dass wir auch einen besonderen Wert legen, gerade in der Internationalität, auf Basisdatenaustausch, dass die sicher zu uns kommen, dass die hier sicher verwahrt werden, dass wir sie vor potenziellen Angriffen sowohl am Weg als auch bei uns natürlich hier absichern. Wir wissen, alle Daten sind das neue Öl, also da muss man jetzt auch nichts Neues erfinden in der Konstellation, die haben Wert und darum geht es uns im Besonderen. Im Bereich Security und Consulting, der Herr Generaldirektor hat das Thema Cyber Security angezogen, da ist es natürlich auch so, dass wir explizit hier unsere Bank,
technisch geprüften Security-Systeme, Firewall-Lösungen hier bereitstellen, um einfach herzugehen und zu sagen, da kann ein KMU sehr, sehr gut von sehr großen, mächtigen Systemen profitieren, weil wir sie natürlich so intelligent gebaut haben, dass wir sowohl banktechnisch als auch sozusagen für KMU oder mittleres Großunternehmen natürlich diese Services bereitstellen können. Und Gleiches gilt natürlich für das komplette Absichern einer Kommunikationsinfrastruktur. Wie immer, die Digitalisierung bei uns ist ja auch immer ein Stück weit Kooperation, Koordination und Kommunikation dort drinnen läuft. Es geht immer um den Datenaustausch. Das ist so quasi unser Fokus bei unserem Konzept und beim Design unserer Servicedienstleistungen für Kunden. Zum Thema unserer strategischen Positionierung, ich habe das vorhin schon kurz angekündigt, wir sind ein klassischer Kooperationspartner der internen IT. Wir sehen uns gar nicht so stark als potenzielles Outsourcing-Unternehmen. Uns geht es darum, wie können wir bestmöglich wirken, ohne dass auch ein Unternehmen IT-Know-how verliert. Das ist oftmals in einem Outsourcing-Projekt ein Stück weit immer eine Gefahr. Damit ist völlig klar, dass der Kunde im Rahmen seiner Kernkompetenzen sich auf seine Schwerpunkte konzentriert und wir einen professionellen Service, eine professionelle Service-Schnittstelle in der IT bereitstellen. Dieses Thema IT-Sicherheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, wir sind hier in Österreich, wir haben kein internationales Callcenter. Wenn der Kunde ein Problem hat, ja, dann kommt er hierher, er kann uns angreifen, er ist nicht getrennt durch eine vermeintliche Videokonferencing-Anlage an den anderen Teil eines Erdballs. Und wir haben österreichische Rechtsnormen, die dem ganzen System zugrunde liegen. Das heißt, wir haben auch nie ein Thema, jetzt gerade modern im Rahmen der DSGVO und Ähnlichem, dass wir hier Diskussionen in Bezug auf Rechtssicherheit führen müssen. Das sind österreichische Rechtsnormen, die uns umgeben, und das ist das, wofür wir auch stehen. Daten verlassen das Unternehmen hier, wenn sie einmal hier sind, nicht in irgendwelche internationalen Kanäle. Zum Geschäftsmodell unseres Unternehmens noch, wir sind ja eine 100% Tochter, wir sind aus einem Bankrechenzentrum entstanden. Unser Geschäftsaspekt ist immer, wir versuchen sozusagen den technischen Teil der Risikominimierung in eine Geschäftsbeziehung eintragen, währenddessen unser Mutterkonzern, die Bank, natürlich sämtliche finanziellen oder kommerziellen Risikominimierungen hier beisteuern kann. Und so wir sehen, aus dieser Kombination ergibt sich ein bedarfsorientiertes Service, das unsere Kunden in dem Fall nutzen können. Abschließend noch, natürlich sind wir ein Stück weit ganz besonders positioniert. Das komme ich nicht umhin, das auch nochmal zu sagen, ohne dass ich jetzt auf jedes Detail da vorne eingehen möchte. Aber Fakt ist, dass wir nicht nur sagen, wir sind so toll, sondern wir werden auf Basis der österreichischen Regulatorien und internationaler Zertifizierungen jährlich geprüft. Das heißt, wir haben für alle unsere Geschäftsprozesse, für alle Kernprozesse, die das Rechenzentrum umfasst, sei es für die Bank, sei es also auch für Kunden, eine klassische internationale Zertifizierung. Wir werden vom Bundesministerium für Wirtschaft hier und von dort einem akkreditierten Auditor, mehr oder weniger, ich sage es immer etwas lapidar, auseinandergenommen, einmal pro Jahr, um zu sehen, läuft das alles so, wie sich das höchste Qualitätslevel hier darstellt. Egal für welche Services. Das gilt für das Risikomanagementsystem genauso. Als Banktochter natürlich haben wir ein internes Kontrollsystem, nach dem wir zu funktionieren haben. Auch das ist zertifiziert, ein Rechenzentrum ist zertifiziert und natürlich legen wir das Gleiche auch Wert bei den Mitarbeitern. Das heißt, wir sind schon von der strategischen Positionierung ein Stück weit, ich sage es ein bisschen so, High Performance, High Quality und hohe Verfügbarkeit, das sind so quasi High Security. Das ist so ein bisschen unser Thema, das wir eigentlich adressieren. So gesehen auch danke noch einmal an der Stelle für das Vertrauen, das man in uns schenkt und auf eine gedeihliche auch Zusammenarbeit in Summe. Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Beiträge. Wir wären jetzt mit unserer Präsentation am Ende und würden nun gerne allfällige Fragen Ihrerseits beantworten. Ja, ich hätte eine Frage. Sie haben auch ganz am Anfang gesagt, dass Sie jetzt über 100 nationale und internationale Kunden haben. Können Sie ein bisschen nachvollziehen, wie in den vergangenen Jahren sich das Geschäft entwickelt hat? Wo stand man am Anfang? Wann gab es besonders viele Anfragen? Wie sieht das Wachstum aus? Wie sieht das Potenzial in den nächsten Jahren aus bezüglich des Wachstums? Wir sind seit unserem Beginn, uns gibt es grundsätzlich seit 10 Jahren, wachsen wir jedes Jahr. Wir haben noch keine einzige Delle erlebt, so viel einmal zum grundsätzlichen Thema. Wir merken sehr, sehr stark, dass wir Anforderungen an beiden Enden sozusagen der Fahnenstange bekommen. Wir kriegen relativ interessante Anforderungen von sehr kleinen Start-up, Jungunternehmen,
Hightech-orientierten Companies, die sehr schnell ein hohes Maß an Sicherheit etc. brauchen. Wir werden aber immer stärker wahrgenommen am Markt, was große Unternehmen anbelangt, da drinnen, wenn es tatsächlich um große Ausschreibungen geht, zum Beispiel hier in der Region oder mittlerweile laufen auch Ausschreibungen auf österreichweitem Niveau in der Konstellation. Das heißt, ich merke eigentlich in jedem Segment ein Stück weit einen Anstieg. Ich kann keine Spitze als solches erkennen, weil wir kein klassisches Beratungsunternehmen sind, das eine Spitze im Rahmen von DSGVO zum Beispiel abbilden würde. Wir sind diejenigen, die einen Kunden im Sinne von einer DSGVO als Auftragsdatenverarbeiter eigentlich ja auf die sichere Seite stellen, weil wir die Zertifizierungen schon mitbringen. Also diese Spitze als solches könnte ich jetzt nicht erkennen. Es ist ein kontinuierliches, organisches Wachstum, das wir merken. Von der Kundenanzahl konkret jetzt, also wie gesagt, Sie haben jetzt gesagt, 100 sind es derzeit, wie hat sich das, kommen da immer neue hinzu, bleiben die? Nein. Oder gibt es eine hohe Fluktuation, wie darf man sich das vorstellen? Fluktuation gibt es keine hohe, wenn ein Kunde einmal da ist und den Service erkannt hat, dann ist es eher so, dass eine Form von Migration von uns weg ein Stück weit eine Barriere auch ein bisschen darstellt. Das merken wir gar nicht so sehr, die Fluktuation. Vom Wachstum her ist es so, dass wir mit 2009 haben wir mit 10 Kunden begonnen. Und da kontinuierlich, kann man sagen, immer jedes Jahr immer einen Zuwachs in den jeweiligen Kunden, in unterschiedlichen Größen. Es sind nicht immer die allergrößten dabei. Wir freuen uns natürlich über Kniel. Das ist schon, bei uns ist das schon ein größeres Projekt, klarerweise. Aber wie gesagt, in jedem Segment und immer wieder Zuwachs. Das betrifft auch die Server, wenn Sie sagen, 10.000 finden Platz. Wie ist deren Auslastung? Gibt es ein Potenzial, um aufzustocken, wenn neue Kunden kommen? Ja, wir haben noch ein Potenzial, wir haben bewusst so gebaut, dass wir eine weitere Aufstockung ermöglichen. Wir haben jetzt einen Füllstand im Rechenzentrum, der ist ungefähr 60%. Das heißt, wir haben jetzt noch 40% an Kapazitäten in dem Zusammenhang hier, sage jetzt einmal an reiner Stellfläche frei. Bitte vergessen Sie nie, Systeme werden immer kleiner. Das heißt, das, was uns entgegenkommt, ist eine Form von Miniaturisierungseffekt. Wir können auf der begrenzten Fläche immer mehr an Dinge tun. Das muss man einfach nur mitziehen. Weil Sie die Zukunft angesprochen haben, ein großes Thema ist Artificial Intelligence. Gerade im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung haben wir das Problem, dass die alle sehr USA-getrieben sind. Und da geht es um Chatbots, da geht es um Automatisierung, auch der Kundenbetreuung, auch seitens der Bank und auch bei der Kindergruppe. Entwickeln Sie da etwas oder ist das eine Anforderung an Sie? Zwei Antworten. Zuerst zum Thema der Knil. Wir haben keinen Chatbot, wir haben tatsächlich Systems Engineers hier sitzen, die sind 24x7 anwesend. Wir können keine einzige komplexe Anfrage ohne menschlichem Know-how abbilden in der jetzigen Form, das wollen wir auch gar nicht. Das ist eine Vertrauensbildung jetzt in unserer Konstellation. Beim Bankthema schaut die Welt ein bisschen anders aus. Im Rahmen der Digitalisierung, die im Bankenumfeld anbelauft, gibt es sehr wohl Überlegungen für bestimmte Ausschnitte, sogenannte Chatbot-Systeme auf Basis von jetzt nicht zwingend Artificial Intelligence, wir sind noch auf Machine Learning-Ebene, also eins drunter, hier einzusetzen. Die gibt es. Da gibt es schon Vorprojekte, Proof of Concepts gibt es bei uns. Dauert noch ein bisschen. Bitte. Ich hätte eine Frage. Aktuell ist ja die BND-Affäre ein Thema und die Raiffeisen Landesbank wurde auf dieser Liste genannt, oder besser gesagt die Raiffeisen Bank. Inwiefern sind Sie davon betroffen? Gar nicht. Ich muss gestehen, dieses Thema betrifft uns derzeit nicht. Ich hoffe, es wird auch so bleiben. Natürlich, und ich habe vorhin schon gesagt, man ist nie gefeit vor immer wieder neuen auch Angriffen, aber ich glaube, wir haben das gut im Griff. Welche Sicherheitsmaßnahmen werden da Ihrerseits auch zusätzlich getroffen jetzt im Anblick von solchen Affären oder generell von Cybersecurity-Problemen? Bei uns ist es so, dass wir dankenswerterweise in einem Konzernvorstand so viel Verständnis finden, dass wir sehr, sehr eigentlich optimal ausgerüstet sind, was modernste Technologien anbelangt, zur Abwehr dieser Bedrohung. Das muss man klipp und klar sagen, das haben nicht alle Unternehmen. Es schaut also so aus, dass Sie ein paar Beispiele kriegen. Wir haben in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 rund 48.000 Malware-Angriffsversuche erfolgreich abgewehrt und keine einzige Malware. 48.000 in den ersten drei Monaten. Wir haben im selben Zeitraum in den ersten drei Monaten 4.900 Mal unsere Firewall neu konfiguriert.
um sämtlichen Bedrohungen immer ein Stück weit vorneweg zu laufen. Wir haben ein Awareness-Training für Mitarbeiter. Wir haben vorhin gehört beim Herrn Generaldirektor, 60% der Angriffe passieren über die Schwachstelle Mensch, also dem Objekt zwischen Bildschirm und Rückenlehne. Auch hier haben wir ein Awareness-Training konzernweit ausgerollt. Wir versuchen alles Menschenmögliche, um immer ein Stück weit deiner potenziellen Bedrohung da zu sein. Letzter Angriff vor 14 Tagen, ebenfalls abgewehrt. 7, so wie es auch der Herr Knie gesagt hat bei uns hier, 7 Personen mit einer gezielten Attacke versucht da auszuhören. Alles abgewehrt. Ich kann mit meinem besten Willen nichts Negatives hier empfinden und auch nichts benennen. Das ist das abschließend zu dem Thema wird nur eine Frage, nämlich an alle drei Hirn. Wird es bei Personalentscheidungen in Zukunft auch hier strengere Auswahlkriterien geben, wenn es zum Beispiel um Personen geht, die aus NATO-Staaten kommen oder aus anderen Gebieten außerhalb Österreichs? In welcher Hinsicht meinen Sie? Ich meine damit, der Faktor Mensch spielt ja immer wieder eine Rolle. Ja. Das Thema Wirtschaftsspionage ist auch immer wieder ein Thema. Die Wirtschaftskammer und der BVD haben im Jahr 2015 eine Studie dazu rausgegeben. Ja. Und inwiefern wird es hier sozusagen am Trust-Level, wenn man so möchte, eine stärkere Aussiebung geben bei Bewerbern? Ich glaube, im Endeffekt an Mitarbeiter, neben seiner fachlichen Qualifikation müssen sie immer vertrauen. Ob sie jetzt dann sozusagen recherchieren, ob er irgendeine Vergangenheit hat, die ihn da sozusagen negativ belastet, haben wir jetzt noch nicht geplant, ganz ehrlich gesagt, aber das Vertrauen ist immer ein großes Thema. Ich möchte mich da anschließen, ich meine, wir gerade als regionales Unternehmen ist das Vertrauen das oberste Gut, das wir in unsere Mitarbeiter haben. Wir werden auch nicht haben wir in der Vergangenheit nicht, werden auch in der Zukunft unsere Mitarbeiter nicht ausspionieren. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir suchen unsere Mitarbeiter natürlich sehr, sehr gut aus. Qualifikationen, beruflicher Werdegang, schulischer Hintergrund, aber am Ende des Tages zählt das Vertrauen. Mit der Nachfrage an den Herrn Kniel, in dieser BND-Affäre sind sehr viele, nicht nur die Reichweite, sondern sehr viele steirische Unternehmen, vor allem in dem Zeitraum 1999 bis 2006, ausspioniert worden. Wie sehr erschüttert Sie das im Vertrauen an doch einen wichtigen Geschäftspartner als Land Deutschland? Naja, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen nicht genau informiert, was da an Taten weitergegeben wurde. Mein Anruf für Sie ist es, ich glaube, in jeder Branche gleich, dass Sie schon über Ihre Mitbewerber und auch Kundenstruktur ein bisschen was wissen. Ob jetzt die Deutschen über diese zusätzlichen Informationen an Vorteil lukriert haben oder was sie da an Informationen haben, entzieht sich meines Wissensstandes, ganz ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass der Wirtschaftskammerpräsident Mara sich sehr echauffiert hat über das Thema jetzt gerade gestern. Andererseits habe ich aber auch gehört, dass das ist ja die Aufgabe der Nachrichtendienste, dass sie letztendlich Informationen haben. Das ist jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie im Detail die Unternehmen oder Daten der Unternehmen da weitergegangen sind oder welche Daten da weitergegangen sind. Ich habe jetzt, nachdem das ja schon länger zurückliegt, seitdem noch keinen Nachteil daraus gehabt. Also mir hat noch keiner gefragt oder hat mir jemand ein Angebot gemacht aufgrund der Zahlen, die er vielleicht von irgendwoher erfahren hätte. Eine Frage an Sie, Herr Kniel. Sie haben diese gefälschten Zahlungsanforderungen erwähnt. Wie hoch schätzen Sie jetzt diesen Anteil ein? Also auf der einen Seite gibt es durchs Rechenzentrum Dutzend Zertifikate, die jetzt für die Sicherheit sprechen. Letztendlich haben Sie wiederum davon gesprochen, man braucht doch ein gutes Gespür dafür, kann das sein oder kann das nicht sein. Könnten Sie das für Ihr Unternehmen ungefähr einschätzen, wie hoch ist jetzt einmal die technische Sicherheit ausschlaggebend und wie viel braucht es immer noch an Hausverstand? Naja, ich bin jetzt kein IT-Experte, muss ich auch dazu sagen, aber letztendlich habe ich über die Firewalls, schließe ich ja über den Mail-Server schon einiges aus, was einmal gar nicht reinkommt. Und dann bleibt eben das, wenn es dann Hacker so intelligent machen, dass sie diese erste große Barriere, und das ist schon mal eine riesengroße Barriere, irgendwie
durchschreiten, dann letztendlich bleibt halt in unserem Fall der Faktor Mensch über und das ist schon nach wie vor gefordert oder vielleicht sogar immer stärker gefordert, dass man halt gleich wie beim Autofahren, man hat auch das Navi-System, aber trotzdem muss man sich an die Verkehrstafeln halten. Und ähnlich sehe ich das bei Mitarbeitern, auch wenn ich jetzt eine Firewall habe und Prozessbeschreibungen, was weiß ich, aber mitdenken muss ich trotzdem noch immer selber. Eine Frage, Herr Knill. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sind Sie schon ziemlich weit bei der Virtualisierung der Arbeitsplätze? Na, weit. Also ich würde mal sagen, dass wir da im Durchschnitt sind. Also ich kenne Unternehmen, die wesentlich weiter sind. Gerade in der Steiermark gibt es da sehr gute Unternehmen. Aber wir lernen dazu und wir schauen, dass wir da auch Schritt halten können. Ja. Dazu eine Frage an den Rechten und den Fachmann hier. Inwieweit kommt ja jetzt immer mehr der Bedarf auf, dass man nicht nur normale virtuelle Maschinen hat, sondern dass man auch die Grafikprozessoren virtualisiert. Wenn Sie beispielsweise den Arbeitsplatz eines Konstrukteurs verlagern möchten, also derzeit einiges in dem Bereich. Und das Zweite ist, wenn beispielsweise Kunden zu Ihnen kommen und die beispielsweise woanders in einem Rechenzentrum sind, beispielsweise auf Standard VMware, beispielsweise auf vergleichbare Systeme virtualisiert sind, können die da problemlos zu Ihnen migrieren oder ist das ein neues Setting dann? Frage Nummer 1 zum Thema der Virtualisierung der Clients. Das, was Sie ansprechen in unserer Branche, ist, wir sind da in der Nähe eines sehr, sehr großen Automotive-Unternehmens, wo es immer wieder Bemühungen auch diesbezüglich gibt, hier unterschiedliche Dinge auch zu tun in der Virtualisierung. Was Konstrukteure anbelangt, im Sinne von Engineering, gibt es diese Bestrebungen? In den meisten Fällen ist es so, dass diese Daten nie das Unternehmen verlassen, weil sie immer höchst sensibel sind. Ein Engineering-Unternehmen, wenn es für andere Produzenten engineert, wird einen Teufel tun, bestimmte Formen von Virtualisierungen außerhalb der Grenzen sichtbar zu machen, weil dann verletzen die jedweden Service-Level-Agreement, den sie abgeschlossen haben. Also das ist ein Thema, das wird besprochen, aber immer nur innerhalb eines Unternehmens. Da spielt ein Rechenzentrum wie wir gar nicht so eine große Rolle. Ja? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Wenn ein Unternehmen in einem anderen Rechenzentrum bestimmte Services konsumiert, kann es natürlich zu uns migrieren. Es ist ein Migrationsprojekt verbunden. Das ist entweder etwas komplizierter oder einfacher. Einfach wird es dann, wenn die Systeme sich kennen und angleichbar sind. Dann ist es faktisch ein Verschieben von Systemen. Viel größere Herausforderungen sollten dann eigentlich nicht mehr passieren. Wirklich große Herausforderungen gibt es, wenn ein Unternehmen noch sehr traditionell unterwegs ist und sozusagen einen Schritt auch in der Modernität machen möchte. Also nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch einen sozusagen Modernitätslevelwechsel machen. Dann wird es komplizierter, weil dann müssen Sie wirklich reingreifen und dann sind wir meistens auch schon in den Fachabteilungen, wo wir dann wirklich reden müssen, was gehen wir wie an, wie schauen Migrationsprojekte etc. aus. Im KMU-Bereich weniger häufig, bei den größeren durchaus immer wieder ein Thema. Ja. Bitte, gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte nur abschließend eine Frage zum Thema Legacy-Systeme. Inwiefern sind die bei Ihren Kunden respektive auch noch bei Ihnen ein Thema, also Systeme, die älter, Software-Systeme, die älter als 10, 15, 20 Jahre sind? Sind bei unseren Kunden, bei uns in beiden Fällen ein Thema, hat den einfachen Grund, dass wir gerade im Bereich, ich fange jetzt bei Banking an, im Bereich Banking, unsere Kernbanksysteme jetzt einer Erneuerung unterzogen worden sind, aber im Vorfeld, die haben eine sehr, sehr lange Dauer, weil sie enorm komplex sind, enorm viel Geld kosten, die kann man nicht relativ schnell sozusagen hier austauschen. Bei unseren Kunden ist es eher unterschiedlich, viele Kunden migrieren sehr, sehr schnell auf moderne Plattformen, aber ich merke schon auch gerade in unserer Region, sage ich einmal, da gibt es aber klassische Legacy-Systeme, die werden wir noch in den nächsten Jahren haben, weil so etwas auszutauschen ist immer der höchstmögliche finanzielle Druck, der besteht, das muss uns auch klar sein, sie sind einer Bank gleich wie in einem Unternehmen. Können Sie dann nur abschließend sagen, wie viel Prozent das ungefähr ausmacht? Das lässt sich schwer sagen, nein. Das wäre jetzt vermessene Antwort. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken. Ich darf mich herzlich bedanken fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen. Ich freue mich, wenn wir Ihnen das Thema IT, Sicherheit, Digitalisierung
wieder gemeinsam schärfen konnten. Und bedanke mich vor allem sehr herzlich bei Herrn Knigl, dass er heute auch mit bei uns dabei war. Ich kann den Dank nur zurückgeben. Vielen Dank fürs Dabeisein und danke auch von meiner Seite. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.